Ciao zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Terra. Jetzt habe ich mir so Mühe gegeben und wollte euch so ein schönes... Aber wenn ich das drücke, dann macht es mir einen Screenshot, hört ihr das? Eigentlich wollte ich so eine schöne Begrüßungssequenz machen. Egal, hat ein paar Herzchen gegeben. Wir haben in der letzten Folge das Kartenfragmentsystem ein bisschen angeschaut und waren ja nicht so ganz schlüssig. Und ich möchte wahnsinnig gerne nochmal hier darauf eingehen. Ich habe mich ein wenig schlau gemacht. Also es scheint so, also bitte schreibt es mir auch in den Kommentaren, wenn ich jetzt da was Falsches sage. Ich bin nach wie vor kein Profi in dem Spiel. Aber ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, was das genau nützt, was es sein soll und bringen soll. Dieses Kartenalbum ist, wie ich gesehen habe, noch gar nicht so lange in Terra vorhanden. Wie wir jetzt in der letzten Folge, wir haben diese Karten bekommen durch Quests, gleich 20 Stück. Wir brauchen auch jeweils 20 Stück für ein Buff, sage ich jetzt mal, freizuschalten. Jetzt haben wir diesen stampfenden Noruk zum Beispiel und Sayer, der hat uns ja 20 gegeben, die uns hier einen Buff geben. Physische Resistenz, hier Beast, psychische Resistenz, was wir hier dann auch ausrüsten können. Wir können so wie Sets machen. Hier oben haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, einen Kartenslot zu erweitern, also so wie einen Schnellzugriff zu machen. Kostet uns 1000. Ist ja wahnsinnig günstig, jedenfalls für mich. Haha. Nee. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr als Heilerklasse unterwegs seid, und könnt ihr euch so ein Set anlegen und sagen, okay, ich mache das bereit, ich speichere das so ab, dann muss ich, wenn ich in den Dungeon gehe, nur kurz switchen, habe dann auch die Buffs, die ich zum Heilen gerne im Dungeon haben möchte. Wenn ich dann wieder queste, kann ich das wieder wechseln. Also das ist schon mal gar nicht mal so eine schlechte Sache. Hier wird sich dann mit der Zeit, werden weitere Plätze freigeschalten. Ab Albenrang 3, 4, 5 und so weiter, dass wir hier größere Sets bis zu 6 Karten anlegen können, die uns eigentlich buffen. Was haben wir noch? Das Gute daran ist auch, erstens, es löst natürlich so ein bisschen das Sammelbedürfnis aus. Also man möchte natürlich auch irgendwann diese Sets vervollständigen und es hat definitiv nicht wenige. Also wenn ihr da durchswitchen, es ist, ja, wer das gerne macht, ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß. Wo ich jetzt für mich persönlich erstmal, ich bin ja gerne am Sammeln, einen Vorteil sehe, ist zum Beispiel Sets, die meine Sammelfertigkeiten unterstützen, wie zum Beispiel jetzt hier, zum Fischen, Bewegungsgeschwindigkeit im Kampf plus 3 wäre für den Fisch irgendwie. Und ihr seht unten, orange geschrieben auch, wo ihr das erhält, also wo ihr das sammeln könnt. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte irgendwie was, zum Beispiel, was sagen wir, Abbau von Erzen, kann man das, glaube ich, hier irgendwo einstellen. Hier angeln und sammeln sollte das sein. Also müsst ihr da nicht diese 12 Seiten durchswitchen und alles lesen und schauen, welches ist jetzt für mich geeignet. Hier oben, seht ihr? Jetzt habe ich hier alle Kartensets, die für Sammeln und Fischen geeignet, also zuständig sind, die mir da diverse Buffs geben. Sammelzeit minus 4,6%. Hier sogar Sammelzeit ist minus 7,2%. Also das macht schon Sinn, ne? Wenn man da diese Sachen dann irgendwie zusammenkriegt. Ich wollte gar nicht klicken. Von daher macht das wirklich Sinn. Kartenalbum, Pan, da bin ich auch noch nicht weitergekommen. Also scheinbar Zufallskiste, das ist dann je nachdem wahrscheinlich, wie weit wir hier aufsteigen. Zufallskiste, Kartenfragment für Stufe 1 oder höher. Für Stufe 1 oder höher Kartenfragment, Velika. Also kriegen wir da scheinbar noch Belohnungen, je nachdem, wie viel wir da gesammelt haben. Von daher macht das wirklich Sinn, dass man da ein bisschen drauf schaut. Das ist für mich im Moment nicht so relevant, das Ganze. Aber auch ein guter Zeitvertreib. Ne? Ich denke, das gibt viele von euch, die da gerne solche Sachen machen. Ich sammle zum Beispiel einfach gerne Materialien. Also ich könnte stundenlang umherrennen und irgendwelche Karotten einsammeln hier und die dann natürlich verkaufen. So, bevor wir noch weitermachen, möchte ich noch kurz ausholen. Also ich habe jetzt mal 30 Tage diesen Pass gelöst, das Abonnement. Also ihr könnt es natürlich kostenlos spielen, absolut kein Problem. Ich habe dadurch keinen Nachteil, wie ich bis jetzt gesehen habe. Es hat mich jetzt einfach gereizt, mal 30 Tage zu lösen. Ich kriege dadurch jeden Tag
so eine Ingame-Währung geschenkt, was ich auch bekommen habe, aber nur über die Zeit, wo mein Abonnement aktiv ist. Ein Flugmount, dieses wunderschöne Teil hier. Sollte mein Abonnement auslaufen und ich werde das nicht verlängern und ich habe vielleicht noch kein eigenes Flugmount irgendwo hergefarmt, wo auch immer, oder gekauft, wird dieser schöne, wunderbare Wolf auch verschwinden. Und wir können ohne irgendwelche Voraussetzungen fliegen. Es gibt einfach Gebiete, wo wir nicht fliegen können. Und ihr seht, die blaue Leiste geht jetzt unten runter. Das ist so wie eine Energieleiste. Also dann sind wir dann unten, sobald die leer ist. Aber das macht einen Heidenspaß und ist natürlich ein Riesenvorteil. Also nur, dass ihr wisst, wieso ich plötzlich so einen Mount habe. Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, 30 Tage teste ich das, wenn ich bis dahin noch spielen sollte. Würde ich mir natürlich Gedanken machen über eine Verlängerung und wenn sich das wirklich bewährt. Wir haben da ein paar Bonusgegenstände noch bekommen. Weil es macht schon echt Spaß. Also es ist schon, hat mich gepackt und mehr als ich gedacht habe. Ich habe noch andere Chars gemacht, so ein bisschen die anderen Klassen getestet. Nicht weit gespielt, also ich habe da keinen hochrangigen Charakter, aber es ist wirklich ein Spiel, wo ich jetzt jeden Tag mindestens mal ein Stündchen reingeschaut habe. Das hat es bei mir gerade so MMORPGs ehrlich gesagt lange nicht mehr gegeben. Ich habe ja WoW angeschaut, ne, da glücklicherweise noch ein paar Spieltage gehabt, aber das vermochte mich nicht so zu packen. Das war mir dann auch egal, ob ich da 3-4 Tage nicht spiele. Und da macht dann ein Abo halt schon keinen Sinn mehr. Und hier bin ich jetzt seit sicher 2 Wochen regelmäßig dran, immer ein bisschen am Schauen. Ich habe auch Bock, mich da über dieses Spiel zu informieren, also zu gucken, was gibt es noch Neues. Und es hat wirklich um einiges mehr Tiefgang als zum Beispiel Astellia. Ich weiß, ich vergleiche dieses Spiel sehr oft mit Astellia, aber das, ich finde das Teil ziemlich ähnlich. Weiß nicht. Aber hier könnt ihr natürlich viel, viel mehr machen. Und es muss einem natürlich, dieses Asia-MMO-Zeugs muss einem natürlich auch gefallen. Also das, ups. Muss auch so ein Stil sein, der einem liegt und den man natürlich mag. Okidoki. So, also Kartenfragmente, wieso ich jetzt einen Flugmount habe, das wisst ihr. Dann würde ich sagen, wir werden jetzt zurück in die Stadt reisen. Fliegen natürlich. Und uns dieser Story-Quest wieder widmen. Und ich hoffe, dass das hier nicht wieder hängen bleibt. Das Problem haben scheinbar viele. Ich habe die Abstürze vom Spiel glücklicherweise nicht oft. Ich hatte es ja, ich glaube, war gerade in der letzten Folge hier auf der Brücke. Da ist es mir abgesagt. Ich weiß nur von einigen, dass es eher Probleme gibt, wenn man in einer Stadt ist, wo viele Spieler im Moment da sind. Bis jetzt geht's. Und wahrscheinlich, weil ich es jetzt lobe, wird es abstürzen. Versuche ich mich mal da rüber zu porten. Wo muss ich da hin? Zum Flugmeister. Gibt es da irgendwie? Was ist da in der Nähe? Ich kenne natürlich jetzt hier das alles noch nicht so. Platz der Freiheit ist da irgendwie falsch. Der Jägerin, das ist da unten. Nordtor. Nee, da oben möchte ich nicht hin. Ringplatz. Wo ist denn der Ringplatz? Ach, wir gehen mal zum Ringplatz, komm. Kostet leider auch immer wieder ein bisschen was, sogar in der Stadt drin. Aber ich habe auch festgestellt jetzt, ich habe ziemlich viel mit dem anderen Charakter Sachen gefarmt, also so Karotten und sicher nicht wahnsinnig wertvolle Sachen, aber es hat sich so für mich gelohnt, auch mit dem Gold. Das Geniale hier ist auch, dass man wenigstens mal wieder sich die Post zusenden kann, also an die Charaktere. Wo bin ich jetzt gelandet? Nicht ganz da, wo ich hin wollte. Dass man sich wirklich auch zum Beispiel Gold zusenden kann. Komme ich hier runter? Oh, oh. Und habe mir jetzt von dem anderen Charakter, da habe ich im Auktionshaus, habe ich diese Sachen versucht zu verkaufen, so gut es ging, um ein bisschen Gold zu kommen. Das Gold konnte ich jetzt diesem Char dann auch senden, dass ich da ein bisschen Reserve habe. Auch, dass ich eben auch die Taschen vielleicht später mal noch mehr vergrößern könnte.
Das war ja oder ist leider in Final Fantasy nicht möglich, was ich sehr, sehr schade finde. So, wir müssen zum isolierten Dorf gehen, zum Bollwerklager in den Wäldern der Vergessenheit. Leider gibt es keinen Pegasus, der euch direkt dorthin bringen kann. Am schnellsten gelangt ihr mit Hilfe des Teleports in Ceresentia ans Ziel. Okay, dann müssen wir noch... Der Kern möge uns schützen. Ceresentia, wir sind hier. Arcadia. Ich glaube, wir müssen dann hier... Holzhausen war hier, Ceresentia. Okay. Schwingen wir uns darüber. Wälder der Vergessenheit. Ich habe auch gesehen, dass man gar nicht mal so schlecht durchkommt, wenn man die Nebenquests mehrheitlich auslässt. Ich habe mit dem einen Char ziemlich alle Nebenquests versucht zu machen. Habe ich jetzt den Eindruck, dass es nicht so mega viel gebracht. Also das meiste, also die Rüstungsteile und so, wo ich ja froh bin, wenn ich da was kriege, habe ich jetzt immer durch die Hauptstory bekommen. Und die Nebenquests, ja, geben natürlich XP, bisschen Gold, aber ansonsten, ja, lohnen oder nicht, das ist natürlich die Frage. Also ich werde mal versuchen, mich so ein bisschen an die Hauptstory zu halten und halt nicht jede Nebenquest mitzunehmen. Vielleicht so in einigen Gebieten, die schön sind, oder wenn uns wirklich gerade so eine Nebenquest über den Weg läuft. Aber solange das geht vom Level her, wir sind jetzt Stufe 13 mit ihr und wir sind bei der Story-Quest auf Stufe 12, also das liegt super drin. Und wenn ich da nebenbei noch so ein bisschen Sachen abfarme und absammle und Äpfelbäumchen schüttle, das gibt ja auch alles XP. Da wird das schon irgendwie hinhauen. Wälder der Vergessenheit, wir kommen. Gym. So. Guten Tag. Wieso ist das so hervorgehoben hier? Schauen wir mal. Der Handelsagent habe ich jetzt auch eigentlich in den kleineren Dörfern immer wieder gefunden. Ich habe wahrscheinlich nicht mal was, das ich dir auftragen könnte zu verkaufen. Das ist übrigens das Auktionshaus, da werden wir später drauf zukommen. Ich werde noch so ein paar Sachen sammeln. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen Kürbis und es ist nicht viel. Aber damit wir halt auch so ein wenig an Gold kommen würden. So. Ah, ihr seid's, Brew. Lugual sprach von euch. Ihr habt gute Arbeit auf der Insel der Dämmerungen geleistet. Vielen Dank, dass ihr Ceresentia helfen möchtet. Diesen Gegenstand hat mir Lugual für euch mitgegeben. Es wird euch im Kampf behilflich sein. Rechts von mir findet ihr das Teleportal, welches euch zum Bollwerklager bringen wird. Nerkal wird euch dort erwarten. Viel Glück. Alles Klärchen. Ach so, das ist jetzt dieses blöde Kartenfragment. Diese, die ich da mehrfach habe. Also. Wir müssen. Weltbollwerklager. Wir stehen hier, oh Gott, wo war denn das? Hier, Bollwerklager. Guten Tag, also es hat da einiges da an Nebenquests, sehe ich gerade. Wollt ihr was von mir? Endlich kommt Hilfe.
Ich heiße Neakal und bin für die Verteidigung des Bollwerklagers zuständig. Wir befinden uns hier westlich von Zerestenia. Da die Straße bis nach Holzhausen reicht, ist es eine wichtige Versorgungsstraße. Es sind immer mal wieder ein paar Devaner-Banditen aufgetaucht, um unsere Lieferung zu überfallen. Aber in jüngster Zeit rotten sie sich zusammen und bedrohen das Dorf. Wenn das so weitergeht, können die Bewohner von Zerestenia sterben. Die dringendste Aufgabe ist die Versorgung der verwundeten Soldaten. Die Medizin aus dem Dorf ist aufgebraucht. Nun müssen wir mit Heilkräutern aus der Umgebung Vorlieb nehmen, um unsere Soldaten zu behandeln. Besorgt uns einige Blaublütennesseln. In dieser Gegend treiben sich allerdings Säbelzähne herum, also seid auf der Hut, wenn ihr nach Nesseln sucht. Hier ist eine abgenutzte Sichel. Sie ist schon fast kaputt, aber zum Schneiden von Blaublütennesseln sollte sie gerade noch taugen. Ihr könnt sie zwar auch ohne Hilfswerkzeuge sammeln, aber davon würde ich euch abraten, so geht es einfach schneller. Nähert euch einfach einem Sammelobjekt, dann seht ihr, womit es sich am schnellsten einsammeln lässt. Genau, eine Sichel haben wir bekommen. Und dann würde ich sagen, dass wir das in der nächsten Folge ein bisschen genauer anschauen, wie das nämlich mit dem Sammeln ist. Das ist auch noch so etwas Wichtiges in dem Spiel, wie das alles funktioniert. So, vielleicht kriege ich es jetzt hin. Moment, wir blenden das Interface aus. Für die schöne Absage. Ja, gerne alles in die Kommentare, auch wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Fragen. Ich kann natürlich nicht wie ein Profi antworten, aber ich versuche wirklich, mich da in dieses Spiel so gut es geht einzufinden, um vielleicht auch später dann, wenn wir da besser klarkommen, eine bessere Hilfestellung zu sein. Aber was mir möglich ist, würde ich gerne beantworten. Ja, sonst wie gewohnt, ne? Kommentieren, Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gerne natürlich auch herunterladen und auch zocken, damit das wirklich Leute hat hier. Es hat zwar ziemlich viele Spieler, aber mehr ist immer besser. Könnt ihr auch Free-to-Play auf der PlayStation spielen, auf der Xbox und natürlich PC. Gut, Abo-Glocke aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Abonnieren natürlich und bis zur nächsten Folge. Tschüss!